Namaste, Namaste, salut zusammen, grüezi miteinander, herzlich willkommen beim Kaimi Report heute Samstag, etwas später wie angekündigt, weil wir sind erst nach Mitternacht nach Hause gekommen, aus Port Louis gelandet und dann auch immer die um diese Zeit sehr interessante Heimfahrt vom Flughafen in Kapstadt. Und in Port Louis hatten wir am Nachmittag noch die Möglichkeit, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag live bei seiner Verkündigung des Verdikts bei der Klage von Südafrika gegen Israel zu verfolgen. Darüber möchte ich gerne ein bisschen berichten, wie es hier unten empfunden wird. Dort waren zugegen in Port Louis, das ist die Hauptstadt von Mauritius, waren Einheimische zugegen, dann viele Indischstämmige. Gut, auf Mauritius sind etwa zwei Drittel irgendwie indischstämmig, sehr interessant. Die sprechen vor allem Englisch, noch mehr Französisch und Kreolisch, also auch ein Melange, kann man sagen. Nun, das Urteil wird für Südafrika als großer Erfolg gewertet, denn das Verdikt lautet, dass Israel wiederum die gesamte humanitäre Hilfe wieder einsetzen muss, also Wasser, Medikamente speziell, Nahrungsmittel, Energie für Treibstoff, für auch um etwas Strom zu erzeugen, insbesondere auch für Hilfseinrichtungen wie Spitäler. Und auch im Verdikt des Internationalen Strafgerichtshofs, alle Geiseln der Hamas sind freizulassen. Dann soll die Anti-Genozid-Konvention von 1948 soll in vollem Gange und in vollem Umfang respektiert werden, insbesondere kein Töten von Zivilisten einer ethnischen Gruppe. Damit ist natürlich immer die Bevölkerung von Palästinas im Gazastreifen und Westjordanland gemeint. Kein Zufügen erheblichen mentalen und physischen Schadens bei einer solchen Gruppe. Keine Zerstören von lebensnotwendiger Infrastruktur. Und auch interessant, die Verhinderung von Geburten innerhalb dieser Gruppe. Das zu verhindern, das ginge auch gar nicht. Speziell erwähnt wird da noch die IDFs, also das israelische Militär. Nun, wie sind die Reaktionen? Mannigfaltig, aber alle in die gleiche Richtung. Es wird als Teilerfolg, als große Ehre für Südafrika angeschaut. Die Aktivistin Dr. Mamphela Ramphele, 1947 geboren, sie ist eine Ärztin in Südafrika, das wird euch nicht so viel sagen, aber sie war die Lebenspartnerin von Steve Biko, das sagt vielen schon mehr. Er war ja Black Consciousness Aktivist. Er sagte, wir Schwarzen müssen ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Ein sehr, sehr smarter Mann in den 70er Jahren, ich glaube 76, in einem Spitalgefängnis oder in einem Gefängnisspital gestorben, in Anführungs- und Schlusszeichen eines angeblich natürlichen Todes. Und verewigt im Song von Peter Gabriel, Biko, Biko, das kennen bestimmt einige von Ihnen. Sie sagt, sie riecht den Braten und er schmeckt ihr nicht. Sie sagt, es ist irgendein Feigenblatt-Verdikt, weil sie sagt, auch wenn Israel die Auflagen nicht erfüllt, gibt es keinen Mechanismus auf dieser Welt, um die Israelis dazu zu zwingen. Es sei allerdings auch eine Anklage an die Strukturen der UNO, die verkrusteten Strukturen, sagt Ramphele, dass eben gewisse Länder und Staaten mehr Macht hätten als die anderen. Aber sie sagt auch versöhnlich, immerhin sei die Verkündung der Maßnahmenforderung des Maßnahmenkatalogs an Israel vom Internationalen Strafgerichtshof auch ein Beweis dafür, dass das Internationale Strafgerichtshof die palästinensische Zivilbevölkerung immerhin als Menschen und nicht als humanoide Tiere betrachtet, wie das israelische Politiker, insbesondere der Verteidigungsminister Yoav Gallant, getan hätten. Falls ihr übrigens ein leichtes Summen hört, nein, es braucht nicht schon wieder neue Mikrofons, das ist mein Ventilator, der mich doch ein bisschen in Bauchhöhe anbläst.
weil wir sind heute da jetzt bei 6, 37 Grad und ihr seht, ich schwitze auch mit Ventilator. Also bitte entschuldigt das, aber wenn ich das abstelle, dann werde ich wahrscheinlich da meinen Laptop unter Wasser setzen. Der South African Jewish Board, also die jüdische Vereinigung in Südafrika, hörte natürlich vor allem die Forderung nach der Freilassung der Geiseln durch die Hamas, absolut auch richtig, finde ich, und ist ansonsten sehr von den Reaktionen und überhaupt von dem Vorgehen der israelischen Regierung enttäuscht, dass sie sich nur so einseitig für die Palästinenser einsetze. Nun, das Verdikt des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag ist nicht besonders mutig, das muss man sagen. Es ist fast etwas pseudodiplomatisskirgendwie hat man den Eindruck, wollte man niemanden richtig verärgern, auch wenn Benjamin Netanyahu, der israelische Staatspräsident, eben dieses Verdikt als outrageous, also als empörend bezeichnet hat, und dieses Verdikt sollte decent people all over the world, also anständige Menschen auf der ganzen Welt, absolut zurückweisen und ignorieren. Das Gericht stoppte, und darum meine Meinung, dass es eher ein pseudodiplomatischer Akt ist, stoppte unmittelbar vor dem Verlangen nach einem unmittelbaren Waffenstillstand. Und Naledi Pandor, sie ist seit 2019 die Außenministerin von Südafrika, sie war dort dabei bei dieser Verdiktverkündung. Ja, ich nenne es immer Verdikt, weil es ist ja irgendwie nicht ein Urteil. Sie war dabei, sie ist die Außenministerin im Kabinett von Ramaphosa seit 4,5 Jahren. Sie sagte noch zur Presse auf den Stufen des Friedenspalastes in Den Haag, Zitat, das Verdikt ist gleichbedeutend mit der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Wie sollte sonst humanitäre Hilfe geleistet werden können? Wie sollten sonst Hilfsgüter und vor allem Wasser und Elektrizität zu den Menschen kommen? Wie sollten sonst die Verletzten und Verwundeten gepflegt werden? Ohne Waffenstillstand könne nichts dergleiches oder kann nichts dergleiches geschehen. Zitat Ende. Die israelische Fluglinie El Al sagte noch vor der Urteilsverkündigung, schon am Donnerstag, also vorgestern, praktisch alle Direktflüge nach Südafrika ab. Sie würde sie einstellen, weil die Nachfrage nach solchen Flügen nach Südafrika von israelischen Bürgern massiv und signifikant zurückgegangen seien. Das erstaunt natürlich nicht weiter. Agence France-Presse zeigte Bilder eines Lastwagens mit Hilfsgütern in Gaza City, welcher von Hunderten von Menschen umzingelt war, belagert wurde. Aber Agence France-Presse und andere Agenturen zeigten auch Bilder von Magazi Flüchtlingscamp in Deir al-Bala, wo man Decomposing Bodies, also übersetzen, direkt heißt zerfallende Körper, aber es sind eigentlich verwesende Körper unter den Trümmern, viele, viele Hunderte gefunden hat. Also die Zahlen der Opfer, die ja jetzt mit 26.100 seit dem 8. Oktober angegeben werden, bei 1139 israelischen Opfern, die dürften eben durch die jetzt hervortretenden, unter den Trümmern verschütteten Leichen noch massiv nach oben gehen. In Khan Yunis, das ist die größte Stadt in Südgaza, hat das Nasser Hospital, respektive der palästinensische Vertreter der Gesundheitsbehörde, erklärt, dass das Spital kollabiert ist. Es gibt nicht mal mehr Lebensmittel dort, es gibt keine Anästhetika, also die letzten Operationen werden wirklich ohne Anästhetikum durchgeführt, wahrscheinlich die alte Methode, Wurzel zwischen die Zähne. Nein, ich will mich da wirklich nicht lustig machen, das ist nur schrecklich. Und auch Schmerzmittel seien ausgegangen. Und das ist tragisch und es bleibt zu hoffen, ganz egal, was man von diesem Konflikt hält, dass sich Israel an dieses Verdikt hält. Man hört, dass sie ein bisschen zurückbuchstabieren, aber man hört sehr, sehr vieles. Man hört auch anderes
von heftigsten Angriffen und erneut vielen Opfern. Aber es ist jetzt offenbar auch bis nach Deutschland gedrungen. Die dortige Bundesregierung sagt, dass die verzweifelte Lage im gerade zitierten Bezirk oder Bereich der Stadt Khan Yunis die Regierung äußerst beunruhigen und entsetzen würde. Es wird spannend, was macht jetzt Scholz und vor allem die Außenministerin Annalena Baerbock, die unter gewissen Einflüssen stehen in Deutschland. Man hat ja gesehen, welche Feste sie besucht haben, teilweise mit Kippa und so. Und es, ja, mal schauen, was die europäische Diplomatie nun macht. Und es bleibt hochspannend. Das sind jetzt wirklich die ersten Reaktionen. Die Notizen habe ich mir noch im Flieger gemacht und wir bleiben dran. Schön, dass ihr bei uns seid. Also wir sind wieder sehr stationär hier in unserer bescheidenen kleinen Hütte außerhalb von Stellenbosch und frönen der Hitze, manchmal mehr, manchmal weniger. Denkt daran, 29. Januar, das ist am Montag, letzter Tag für Early Bird Tickets für die Premiere in Wädenswil. Und morgen ist ja Sonntag, da haben wir die zweite Episode der Epstein Files schon abgedreht, noch in Basel, also auf Rumble. Ab 6 Uhr morgen Sonntag, nicht vergessen, nicht auf YouTube, sondern auf Rumble. Ich denke und schätze, dass wir uns auf YouTube wieder am Montag sehen und hören werden. Schön, dass ihr bei uns seid. Herzlichste Grüße auch von meiner Frau Daniela. Und ich wünsche euch weiterhin ein ganz, ganz schönes Wochenende. Jean-Marc hat mir gesagt, dass sogar die Sonne scheinen würde in der Schweiz. Ja, also dann genießt diese Sonne, denkt auch ans Vitamin D. Und in diesem Sinne, mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Amandla, Aretu, saludos a todos, man sieht sich sehr bald.